Jo, willkommen zurück. So, jetzt sind wir hier wieder in der Hölle angelangt. Nach dem letzten Rückschlag, obwohl ich mich ja mit den Viechern hier angelegt. Und die sollten mich jetzt eigentlich wieder in Ruhe lassen. Soweit die Theorie. Aber irgendwie sind die immer noch geil auf mich. Was ist denn los? Ich bin doch gestorben. Nein. Gut, tötet mich nochmal. Boah, wenn die mich jetzt immer hassen, ne? Dann habe ich einen großen Fehler begangen. Vor allem, weil da auch so viele von den Viechern sind. Hallo? Lad doch mal schneller. Jetzt kann ich schon wieder da runter. Wachsen eigentlich auch Kakteen in der Hölle? Direkt schon wieder Abwehrmechanismen im Kopf. Die sollen mich jetzt mal in Ruhe lassen. Wehe, die greifen mich wieder an. Dann stimmt irgendwas nicht. Dann hast du nämlich so abgrundtief. Das gibt er doch echt nicht. Ich muss hier irgendwie flüchten. Ich glaube, da ist ein Schwein abgekackt. Ich fall runter. So, jetzt sind die zumindest wieder weiter weg. Genau, ich lockte jetzt erstmal weiter weg. Das ist ja richtig scheiße jetzt. Wie oft soll ich das denn machen? Ich dachte, sobald man einmal stirbt, sind die wieder nett. Ja, oh. Da unten hatte was gefehlt. Sollten die mich jetzt wieder töten wollen, wovon ich ausgehe, und ich komme nicht an meine Truhe dran, dann werde ich die jetzt mal ein bisschen weiter weglocken, da dann vorrecken. Damit da, wo das Höllentor steht, erstmal nichts ist. Okay, die sind da hinten, ich habe sie gesehen. Zwei, drei Stück sogar. Da ist die Truhe. Da ist der Ochse. Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Und er kommt wieder auf mich zu. Ich glaube doch nicht. Headshot. Oh oh. Nein, da kommt der nächste schon wieder. Alter, haut doch mal ab. So, ich werde jetzt hier erstmal schnell was hinbauen. Passt ja mal gar nicht hier rein, das Zeug. Oh, ich höre schon wieder so ein fliegendes Kackviech. Wo ist es? So, einfach erstmal zubauen, die Scheiße hier. Damit ich schon mal ein kleines bisschen, wo ich mich verstecken kann, hab. Aber die Steine reichen eh nicht, bei weitem nicht. So, schon mal die Mauer. So. Ich gehe jetzt einfach in die reale Welt, bring mal den Scheiß weg. Aber das ist echt krass, warum töten die mich denn jetzt die ganze Zeit?
bin jetzt ein Hassobjekt für die geworden. Und hoch mit dir! Einen kleinen Außenposten bauen. Und wir haben genug Stein. Und Fleisch habe ich auch genug, muss ich echt sagen. Mob Drop, wie viele Pfeile habe ich denn noch? 18 Stück. Na, ich baue mir jetzt keine neuen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Eine Tür wäre nicht schlecht mit einem Schalter dabei. Eis brauche ich da noch. Nein, 6-mal Eisen brauche ich nur. So, eine Eisentür, einen Schalter kann ich damit bauen. Fenster baue ich später ein. Fackeln habe ich. Und dann kann es wieder nach unten gehen. Scheißegal, hab zwar jetzt meine Taschen nicht leer gemacht. Aber egal. Und ich habe mir keine Tür gebaut, sauber. Ja, ja. Und da sind wir wieder drin. Entering the Nether. Hör mal. Jo, da sind wir wieder drin. Ein bisschen Licht. So. Wo mache ich denn die Tür hin am besten? Ich überlege gerade so ein bisschen. Am besten würde ich fast sagen, nicht hier, sondern nach hier vorne. Und da unten sind wir diese Kackviecher, die mich jetzt hassen. Die hassen mich abgrundtief. In Richtung des Lavasees kann da noch ein kleiner Balkon hin. Ach genau, die Tür kann ich auch nachher reinklopfen. Passt schon. Zack. Nein! So, der Raum ist zumindest schon mal so groß wie der Töllentor. Das muss aber noch ein bisschen höher sein. Und der Boden wird auch noch aus Stein. Damit man im ersten Moment denkt, ich bin gar nicht in der Hölle. So. Lavalampen braucht man hier nicht. Hier ist genug Lava. Warum klopft der schneller Zeug hier weg, ey? Oh oh. Eine Höhle. Aber kann jetzt auch Latte sein. Ah Mist, das muss ja gar nicht weg. Das muss doch nicht weg, oder? Nee. Das kann schön bleiben. So, hier drüber kommen die noch. So. Und dann noch den Boden. Ja, ich weiß, es muss nicht sein, aber ich finde es halt schöner. So als Basis in der Hölle. Vielleicht kommt wahrscheinlich so ein fliegendes Kackviech und macht mir erstmal ein kleines Loch hier rein. So, was ist denn da unten drin? Oh, boah. Hau ab! Oh, hat der mich jetzt erschrocken? Obwohl ich glaube, ich weiß, was jetzt da unten drin ist, der dünn ist. Der super Schweinezombie. Das Höllenschwein, aber wo kam das denn her? Ah, da ist er.
Kann er nur hier um die Ecke gekommen sein? Will ich einfach mal behaupten. Na schade, war jetzt ein bisschen asynchron. Pfeil im Kopf! Nee, also hier ist eigentlich nix. Nix von Interesse. Also demnach weiter mit den Fleischsteinen. Da habe ich zwei, da mache ich hier auch zwei, bevor die Mauer kommt. Also kommt die Mauer. Quasi hier entlang. Dieses Kackgeräusch von dem Tor. So. Sehr nice. Mal eben den Blickkontakt mit dem anderen Viech hier unterbinden. Aber wenn er mich nicht sieht, wird er mich auch nicht beschießen. Soweit die Theorie. ...64 Steine noch, da müsste erstmal reichen dann. Oh oh. Aber er sieht mich. Nein! Oh, sauber. Tor hat mich gerettet. So. Deckel muss ja auch noch nicht sofort drauf. Ist eh da ein zu niedrig. So, Höllentor erstmal gesaved. Ah, hier habe ich mich auch mit einem vertan. Latte. So. Soweit okay. Und zurück. Jetzt kann ich das Loch mal eben oben stopfen. 1000 Projekte gleichzeitig, aber egal. So, alles in Sicherheit. Hier spawnt bestimmt auch nichts mehr. Nö. Und dann mal nach oben. Ah ja, zur anderen Seite muss ich ja auch noch was bauen. Was hier entlang geht, aber erst später. Jetzt mal hier erstmal eins, die Taschen aussortieren. Ich ziehe mir noch so ein Schnitzel rein, passt. Futterbox. So, Eisentür lasse ich jetzt erstmal, brauche ich im Moment nicht. Aber mit diesen Blöcken kann man sich auch guten Kamin bauen, weil die Dinger brennen ja auch ewig. Ohne zu verbrennen. Das ist natürlich auch sehr geil. Fackeln die Karte noch. Die Dinger habe ich. Was brauche ich noch, um das Loch zu stopfen? Ganz viel Dreck. So. Jetzt geht's ans Loch stopfen.